bin Nuria Brockfeld, 19 Jahre alt und ich mache Speedklettern. Das ist eine 15 Meter hohe Wand mit einer genormten Route, also die Griffe sind immer gleich. Die Wand ist 5 Grad geneigt und es geht darum, möglichst schnell oben anzukommen. Nuria ist auf jeden Fall ein sehr liebenswerter Mensch. Ein total cooles Mädchen, was ihren Weg geht und was genau weiß, was sie will. Und das macht sie aus und das ist extrem imposant. Also im letzten Jahr bin ich Vize-Weltmeisterin in der Jugend geworden, Vize-Europameisterin in der Jugend. Ich konnte einen Europacup gewinnen, bei den Erwachsenen sogar auch auf dem Podest einmal stehen. Ich konnte auch nochmal meinen Rekord um 1/10 verbessern. Am Anfang ist es ungefähr 45 Minuten Warm-up. Das fängt sehr allgemein ab mit ein bisschen Seilchenspringen, kleinen Sprüngen, kleinen Läufen. Und dann geht es ans Bouldern, wo man also so an der Wand ein bisschen die Bewegungen vorbereitet, auf eine langsame Art und Weise. Und danach machen wir meistens 1,5 Stunden dann wirklich konkretes Techniktraining, aber auch konditionelles Training an der Wand. Ja, also mein größtes Ziel ist schon Olympia 2024 in Paris. Die Quali ist jetzt dieses Jahr, die beginnt schon im Mai, also da sind die ersten World Cups. Du hast nur ein Go, deine Bestleistung abzurufen und alles muss stimmen. Und wenn dann alles stimmt, dann fühlt sich das an wie Fliegen. Also man denkt gar nicht mehr drüber nach, kann den Kopf ausschalten und einfach klettern.